Die Folgen der Corona-Pandemie, viel ist darüber geschrieben und gesagt worden, meist negativ. Doch eine Branche entwickelt sich gegen den Trend, die Campingindustrie. Im Monat Juli konnte sie im Vergleich zum Vorjahr um fast 100% wachsen. Die Branche schaut entsprechend optimistisch auf die Messe des Jahres, den Caravansalon in Düsseldorf. Wir haben einen der Aussteller besucht. Wie Lego in groß ist es. Handwerker setzen aus vorgefertigten Teilen ein Wohnmobil zusammen. Bei eurer Mobil in Sprendlingen bauen sie gerade viele dieser Fahrzeuge, bis zu 10 täglich. Mehr geht nicht. Der Chef ist zufrieden. Ja, wir merken es bei allen unseren Marken, bei der Marke Euramobil, genauso bei der Marke Karmann Mobil und vor allem bei unserer jungen neuen Marke Forster für junge Leute. Da geht es ab wie Schmitzkatze, kann man gar nicht anders sagen, mit 30-40% Zuwachs. 400 Mitarbeiter sind allein in Sprendlingen dabei, Wohnmobile zu bauen. In der eigenen Schreinerei entstehen im Dreischichtbetrieb die Möbel für die Fahrzeuge. Doch die Nachfrage ist so groß, dass die Kunden gerade vor allem eines mitbringen müssen: Geduld. Leider ist es so für den Kunden, dass die Wartezeiten angestiegen sind. Bei einigen Marken haben wir über 6 Monate Wartezeit auf die Fahrzeuge. Das Wachstum für die mobilen Urlaubsdomizile ist jedoch nicht gleich verteilt. Diese gängigen Wohnmobile laufen hier und bei anderen Herstellern zwar gut, doch die wahren Renner sind Kastenwagen. Das sind Transporter, die dann ausgebaut werden. Sie machen in Deutschland fast die Hälfte der Neuzulassungen aus. Das Hotel auf 4 Rädern ist inzwischen immer beliebter und Alltag auf Deutschlands Straßen. Was fehlt, sind Stellplätze. Gerade an Wochenenden wird der Platz knapp. Die Branche hofft, dass mehr Gemeinden den Platzbedarf erkennen. Bei Euramobil hat man gerade eine Ausstellungshalle über 3000 Quadratmeter gebaut. Das Unternehmen ist sich sicher, dass das Wachstum weitergeht. Die gesamte Branche glaubt, dass es nicht nur ein Corona-Strohfeuer ist. Die Entscheidung, einmal im Leben 40.000, 50.000 Euro für ein Freizeitfahrzeug auszugeben, das ist eine, die wahrscheinlich länger halten wird. Ja. Das Gefühl von Freiheit, mehr Abstand zu anderen und mehr Individualität. Es gibt viele Gründe für das Campen. Jetzt müssen sich nur die Kunden trotz Corona auf die Messe trauen. Ja, Jörg Jelinek aus unserer DW Wirtschaftsredaktion. Trauen sich die Besucher denn auf die Messe in Düsseldorf? Es ist ja immer noch Corona-Zeit. Ja, das Interesse ist riesig, aber tatsächlich gibt es auf der Messe weniger Besucher und weniger Aussteller. Klingt paradox, lässt sich aber ganz einfach erklären. Damit die Messe überhaupt stattfinden darf in diesen Corona-Zeiten, werden nur eine bestimmte Anzahl an Besuchern jeden Tag reingelassen, maximal 20.000 pro Tag. Und damit innen drin die Abstände gewahrt werden, wurden weniger Flächen vergeben an die Aussteller. Und die wenigen Flächen, die noch übrig waren, die Hälfte, darum haben sich die Caravan-Anbieter gerissen. Und warum sind die Menschen gerade ausgerechnet jetzt so heiß aufs Campen und Caravaning? Ich denke, die Menschen möchten sehr gerne unabhängig unterwegs sein. Das sagen sie immer wieder, egal ob ein Hotel geschlossen ist oder nicht, ob es schließen muss wegen Corona. Ich denke, auch Individualität spielt eine große Rolle. Manche sagen auch Social Distancing, sich entfernen von den anderen, sicher sein in dieser Zeit. Und daher, aufgrund all dieser Gefühle, geht es der Branche blendend. Im ersten Halbjahr wurden in Deutschland 60.000 Wohnmobile und Wohnwagen zugelassen. Im Vergleichszeitraum letzten Jahr waren es 44.000. Und damit haben wir in diesem halben Jahr, in den ersten 6 Monaten des Jahres, einen neuen Rekord erlebt. Und wenn man sich die Messe jetzt mal so anguckt, was sind denn für dich da die Highlights und Neuigkeiten im Moment? Nun, am meisten sind Kastenwagen ausgestellt, die so um die 40.000 Euro kosten und wo sich auch die meisten Interessenten finden werden. Aber mich persönlich hat ein Luxus-Van angesprochen für 880.000 Euro. Da geht es gerade los mit den Preisen. Innen ist er aufgebaut wie eine kleine Dreizimmerwohnung, mit der man unterwegs ist. Und das besondere Highlight ist, dass hinten am Heck sogar eine Garage eingebaut ist, dass man dort sein Auto, zum Beispiel ein Mini, drin parken kann. Unglaublich. Sind Wohnmobile also das neue Klopapier in der Corona-Krise oder gibt es noch andere Krisengewinner?
Nun, Swimmingpools sind in gewisser Weise auch Klopapier. In den Baumärkten waren aufstellbare Swimmingpools teilweise ausverkauft im Sommer. So der Bundesverband Schwimmbad und Wellness. Und auch Schwimmbadbauer konnten sich vor Aufträgen kaum retten. Auch die Baumärkte haben profitiert. Ihr Umsatz ist im ersten Halbjahr um 15% gestiegen auf fast 12 Milliarden Euro. Besonders der Umsatz mit Gartenmöbeln ist angezogen, aber auch Farbe. Es gab teilweise im Sommer keine Farben mehr zu kaufen, bestimmte Farben mehr zu kaufen, die gefragt waren. Und es scheint einfach so zu sein, dass die Menschen die Zeit des Lockdowns genutzt haben, um ja zu renovieren und es sich schön zu Hause zu machen, wenn man nicht schon verreisen kann. Genau, einfach zu Hause bleiben, wenn man nicht wegkommt, aber auch dafür braucht man ja wieder mindestens eine kleine Terrasse oder einen Kleingarten. Und auch für die gibt es ja mittlerweile lange Wartelisten. Vielen Dank, Jörg Jelinek aus unserer DW-Wirtschaftsredaktion.